Hallo Leute! Yeah! Und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von Besoffen Kochen mit Andi und Armin. Armin hat er gesagt. Der feine Bubi hat wieder Armin gesagt, gell? Kinder, heute, ich stehe schon eine Weile hier. Schaut mal, ihr seht es. Wir haben hier jetzt 3 Kilo Kartoffeln klein gemacht. Und zwar mit so einem Hobel. Rohe Kartoffeln mit so einem Hobel, Alter. So ein Hobel. Weil nämlich die Kartoffeln müssen, schaut mal, die müssen echt dünn sein. A, sind sie roh und B, gehört es so, sagt auch Frau Werwolf, gell? Also, passt auf, Kinder. Wir sind jetzt gleich soweit. Oh, der Rest geht immer etwas schwierig, aber den kann man auch so machen. Es gibt heute, und ich schwöre euch, wie beim Gulasch. Und ich schwöre wirklich. Es wird sehr lecker. Es gibt heute das leckerste Kartoffelgratin, was ihr jemals gegessen habt. Besser wie bei Oma. Passt auf, ihr braucht nur 3 Kilo Kartoffeln, es geht auch weniger, je nachdem wie groß euer Backblech ist, eure Auflaufform. Wir sind immer gut dabei, wobei wir hatten auch schon mal mehr, ne Armin? Ja, da war der Sack, ich glaube das waren 5 Kilo. Ja, wir hatten auch schon mal 5, also es gehen auch 5 Kilo hier rein, aber heute machen wir nur 3 Kilo. Was ihr noch braucht, Leute, ist mindestens 1 Liter Sahne, wir haben aber auch noch mehr Liter Sahne, also wir haben noch ganz viel Sahne. Ihr braucht Salz, ihr braucht Pfeffer, Pfeffer, Salz. Ihr braucht ganz viel das ist jetzt noch so 1,5 Muskatnüsse, die gehen heute auf alle Fälle drauf, die braucht man nämlich auch. Und ihr braucht einen Brühwürfel. Und hey, im Wohnwagen, und ihr habt das Beste, ich schwör's, ihr müsst es nachmachen, es ist das Beste. Beim Hobeln immer gute Musik, weil das dauert am längsten, aber ihr hört ja, mit Schizophren geht's. Und was noch ganz wichtig ist, Armin, schwenkt mal nach hier. Dieser Käse ist so wichtig. Oh, Leute, also, alle Kartoffeln klein hobeln. Anschließend nehmen wir eine Schüssel, wir nehmen einen Topf und dann hauen wir die ganze Sahne hier mal rein. Oh, die ist noch verschlossen. Wer es nicht so fertig haben will, kann auch ein bisschen Sahne reinmachen und ein bisschen mehr Milch. Der Armin möchte sagen, wer nicht so aussehen möchte wie ich, du hast auch noch drauf gehalten. Ja, du zeigst es ja. Was soll ich dann machen? Ich bin Kameramann. Also wenn man nicht so fett sein möchte, nimmt man lieber Milch. Nee, aber ganz mehr Milch. Ja, mehr Milch. Also, man muss schon Sahne reinmachen. Ohne Sahne geht es nicht. Ja. Aber bei uns ist es relativ. Also wir nehmen erstmal, wir fangen an mit 1 Liter Sahne, aber es wird wahrscheinlich mehr werden. So, Kinder, der kann direkt ab in den Müll. Hoi, 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 hoi. So. Zwischendurch immer Regel Nummer 3 beachten. Wir haben schon so viel. Der Kameramann ist schon besoffen. Ihr merkt es, er kommt mir kaum noch hinterher. Man muss dabei trinken, denn das, was ich gleich mache, und das ist ganz wichtig, horcht mir zu, ihr müsst die Sahne versalzen und verpfeffern. Das ist ganz wichtig, wirklich ohne Scheiß. Denn diese Kartoffeln nehmen so viel Zeugs auf, also Salz, aber ich erkläre euch das, pass auf. Wir machen mal kurz den Wasserkocher an, weil wir brauchen gleich noch etwas kochendes Wasser. Armin trinkt schon wieder Bier. Nee. Und wir fangen an. Wir fangen an mit Salz. Ich tue mir das immer in die Hand, nur aus Sicherheitsgründen. Schaut mal, das sieht richtig viel aus. Im Vergleich zu 3 Kilo Kartoffeln ist es aber noch wenig. Aber wir tun es schon mal rein. Es kommt gleich auch noch mehr rein, bin ich mir sicher. Wir hauen rein Pfeffer, ganz viel Pfeffer. So, schaut mal, herrlich. So, dann brauchen wir Muskatnuss. Habe ich das gerade gesagt? Kinder. Nee, das gerülpst. Wisst ihr, warum diese kleinen Brocken immer drin sind? Weil man es... Oh, Moment. Der Wasserdinger ist fertig. Wir nehmen eine Kaffeetasse. Ich wohne hier nicht. Ich weiß nicht, wo die Kaffeetassen sind. Schaut mal. Oh, ist hier nicht schön? Omas Porzellan. Aber hier, da ist eine Tasse. Ja, die ist ein bisschen klein. Außerdem ist es weiter. Hier, wir nehmen die Tasse. So.
Und da nehmen wir jetzt einen Brühwürfel. Kinder, einen Brühwürfel. Einfach Suppen. Gemüsebrühwürfel. Gemüsebrühwürfel heißt. Ja. Einfach nur mal kurz rein. Ah, den geht noch. Ja, egal. Schutz kocht ja eh. So. Es geht nur darum, dass die Brühe aufgelöst wird. Es geht hier nicht groß um Wasser, weil wir brauchen ja Sahne. Schuck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 . Oh. Schreib mal bitte hier irgendwo rüber. Moment. Habe ich raufgespuckt? Ich habe auf Objektiv gespuckt. Nee, ich habe es zu nah an das kochende Wasser gehalten. Oh shit, das sieht nicht gut aus. Hey, sieht nicht gut aus. Nee, guck mal. Kinder, ich bin unscharf. Ja, aber das ist jetzt so. Wenn der Kameramann ein bisschen wedelt, geht es gleich wieder weg. Das hatten wir schon mal. Ganz über die. Trink so lange einen Schluck. Beaujolais. Hauen Sie auch einen Beaujolais da? Ein Beaujolais da? Oder ein Champagner? Champagner? Ja, mir fällt auf, ich habe ein bisschen Kacke gesagt, weil das meiste muss Sahne sein. Man darf es ein bisschen strecken mit Milch. Sahne. Aber das meiste muss Sahne sein. Jetzt nehmen wir kurz das Messer und tun den Brühwürfel auflösen in dem kochenden Wasser. Und währenddessen nehmen wir aber auch schon den Hobel und tun zumindest einmal die kleinen Stücke, ich war gar nicht fertig mit dem Satz, die kleinen Stücke von der Muskatnuss kommen übrigens nur daher, weil ich mir gleich die Finger mächtig an dem Hobel blutig, aber dann kommt wenigstens ein bisschen Farbe in das Kartoffelgratin. Aber die müssen alle rein. Ich weiß, es gibt Leute. Nee, das ist eine Kartoffelscheibe. Ist das eine Kartoffelscheibe? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Oh ja, das ist eine Kartoffelscheibe. Nee. Ich hätt's. Naja. Du hättst's. Aber du bist ja nur der Kameramann, Spatzebubi. Ich bin blöd. Also Kinder, normalerweise nehmen wir mindestens 2 Muskatnüsse. Aber ich habe auch schon gehört, durch verschiedene Kommentare, dass Muskatnüsse irgendwie was haben. Das sind wie Drogen. Aber wir wissen das gar nicht. Nein, das geht immer rein mit. Also man kann wirklich mit Muskatnuss, ohne Scheiß jetzt, du kannst wirklich, also 2 Muskatnüsse. Das ist leicht übertrieben, stinkt. Ja, nein, aber vom Geschmack her ist dann es fantastisch. Dann schmeckt es geil nach Muskatnuss, ja. Ja, ja. Ja. Und aber eine oder eineinhalb oder so. So, zumindest, okay. Ja, du hast noch jetzt gar nicht thematisiert. So ein kleines Stück. Ja, aber du hast noch gar nicht thematisiert, warum denn so viel Gewürze bei Kartoffeln, sag mal. Ja, ach so, richtig. Habe ich das noch nicht? Boah, nein. Jetzt kommt die Schärfe gerade. Kinder, ihr müsst das ganze Ding völlig überwürzen. Ja, sowohl warum? Mit dem Brühwürfel wie mit Salz und Pfeffer. Weil nämlich, und mein Kameramann möchte jetzt darauf hinaus, die Kartoffeln schlucken Salz und Pfeffer ohne Ende. Allgemein Gewürze. Viele Gewürze. Viele Gewürze, allgemein weiß ich nicht. Schlucken die auch LSD und Gras oder zählt LSD als Gewürz nicht? Doch, LSD. LSD und Gras sind auf jeden Fall Gewürze. Also, jetzt müssen wir das Ganze. Guck mal, ich gebe mir doch mal. Komm, es ist eine Kamera. Komm, ist Fernsehen. Wir haben so einen Schneebesen. Wir können auch ein bisschen Schickimicki machen. Ja, ja, aber vergiss nicht. Wo ist der Schneebesen? Oh, ist der draußen? Nein. Ah, nee. Achtung, neuer Schnitt. Wir haben uns vorgenommen, diesmal ohne Schnitt zu arbeiten. Also Schnitt. Du machst völlig falsch. Du musst, dein Finger muss abstehen und du musst so ganz wichtig dastehen. Ja. Ach so, Moment, wichtig wäre so. Ja. Und immer, was ist das? Elektro Swing. Mein Kuckuck in my car. Ah, Kuckuck, ein Kuckuck in meinem Auto. Zerrt der Kuckuck in my car. Na, schau mal, das ist immer noch da. Wer ist da? Das Neblige. Gott, bin ich dicht. Der Armin, der Kameramann, dreht mir gerade dieses Dings da rein. Außerdem ist der Akku gleich leer. Kinder, wir müssen uns beeilen. Also, passt auf. Leute, ist gar kein Problem. Das da kommt auch noch rein. So. Ja, Moment, ich drehe noch mal kurz. Mach du mal so lang. Ich nehme mal so lange einen Löffel. Naja, das wird nicht besser. Oh. So. Das ist innen drin. Ja, ja. Da musst du nicht. Ja, das sehe ich jetzt erst. Ich hab's. Stink, ich drück's die ganze Zeit in dein Gesicht. Ich sehe es nicht. Stink kennt es schon. Ja. Ich mache aus dir morgen einen Gulasch. Okay, aber ich darf mich wenigstens selber essen. Leute, wir haben Pfeffer drin, wir haben Salz drin, wir haben eine Muskatnuss drin und wir haben Brühwürfel drin.
Und dieses muss jetzt circa so schmecken. Nein. Ich muss mein Gesicht verzerren wegen Salz und Pfeffer. Und Muskat. Noch nicht. Es ist noch nicht versalzen. Es muss versalzen sein. Also hauen wir, schaut nochmal, schaut mal, nochmal. Das auf alle Fälle rein. Und auch nochmal, die Sahne schmeckt schon mal gut. Und auch ein bisschen mehr Pfeffer. Und noch ein bisschen mehr Muskatnuss. Oder geht das? Ja, wir haben nicht mehr keine Muskatnüsse zum Reinreiben. Kann man die nicht noch so komisch halten? Warte mal. So. Warte mal. Achikuchikucha, achikuchikuchikucha, kacha. A Coco in my car. Kochen kann Spaß machen, Kinder, ihr müsst es nur machen. Hoi, hoi, hoi. So, Achtung. Wisst ihr was, guck mal, komm, ist doch egal. Hey, wisst was? Ja, das war nur so ein kleines Ding. Darauf beißt man nachher, stinkt. Ja, da beißt man nachher drauf. So, Leute, nochmal, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Nochmal probieren. Erstmal umrühren. Es muss salzig und pfeffrig schmecken, das ist wirklich wichtig. Also wir machen das hier nicht zum Spaß. Wir hatten das jetzt schon fünfmal. Ich sag nur, dass wir das nicht zum Spaß machen. Ja, es ist gut. Also, passt auf, es ist versalzen, aber denkt auch noch dran, hier, guck mal da, guck mal da, guck mal da. Der Käse kommt auch noch rein. Käse hat ganz viel Salz. Hui, deswegen. Jetzt müssen wir uns überlegen, der Topf ist so viel und es geht bis dahin. Dieses Ding könnte ein bisschen mehr sein, oder? Also, dann machen wir Folgendes. Wir nehmen eine angebrochene Sahne und schütten noch mehr Sahne rein. Jetzt haben wir 1,2 Liter circa. Wie gesagt, Menschen, die auf ihre Figur achten müssen, können auch Milch nehmen, hat ja der Kameramann schon gesagt. Jetzt kann es allerdings auch sein, dass ich noch ein bisschen mehr gewürze. Boah. Schütten wir das auch noch rein? Mal schauen. Ja, wir haben sonst immer so wenig Soße, dann haben wir diesmal halt ein bisschen mehr. Das Wichtige ist nämlich, Kinder, dass die... Da liegt eine Kartoffel. Nee. Was sollen denn die Zuschauer denken? Also, nicht. Kinder, die Soße muss die Kartoffeln bedecken. Die sind ja ungekocht. Ja, sie fehlt noch ein bisschen was. Gut. Wenn euch das jetzt genauso passiert wie mir, natürlich kann man hergehen und ein bisschen, das geht auch, ein bisschen verteilen. Guck mal, das sind die Muskatnüsse. Aber ihr könnt auch noch ein bisschen... Die hier ist es. Außerdem ist es eigentlich voll blöd, weil jetzt die oberste Schicht die ganzen Gewürze nicht drin hat. Aber das heißt, nur kurz, weil nämlich gleich kommt die Käseschicht drüber. Nämlich jetzt. Kann man das noch so ein bisschen durchmischen? Dass man das so... Nein. Nein, kann man nicht. Nee. Nein. Nein. Fein. So, feine. Und immer wieder Regel Nummer 3. Merkt ihr eigentlich, dass ich Regel Nummer 1 und 2 total gar nicht bedingst habe diesmal? Weil wir kochen heute nicht. Wir brauchen keine Dunstabzugshaube. Ach, und schaut mal, ich habe übrigens das da repariert. Schaut mal. Du musst schon gucken, wo du hinfilmst, Kameramann. Ja, ich muss hier rumrühren, damit ich das ein bisschen ausgleiche, was du gerade hier wieder verbrochen hast, Ding. Der Kameramann macht wieder so einen Scheiß. Schaut mal. Unsere Mega-Abzugshaube. Ja. Aber passt auf. Soll ich ein bisschen Weißwein reintun? Nein. Ich würde so gern ein bisschen Weißwein reintun. Halt. Ich dachte, ist gar kein Fehler. Ist okay. Gar kein Fehler. Das ist ein bisschen mehr. So. Armin, du weißt, wir wollten ohne Schnitt arbeiten. Ja, wir sind bei 15 Minuten. 15 Minuten, das kann ja gar nicht sein. Doch. Gas ist an. Leute, jetzt kommt noch schnell... Ja, weg. Geh doch, du versaust ja alles hier. Ja, ich versau alles. Ja, ich mische es durch, dass es gleichmäßiger einen Geschmack hat. Oh, die Rinde muss etwas weg vom Käse. Ja, schneid sie gleich ganz weg. Das sind jetzt so circa 250 Gramm Käse.
Wenn wir mehr Käse hätten, liebe Leute, du darfst mich gerne, jawohl, oh, das ist sehr lieb von dir. Wenn wir mehr Käse hätten, liebe Leute, würden wir mehr Käse benutzen. Weil es ist auch nur leicht versalzen und nicht stark versalzen. Wenn es stark versalzen ist, kein Käse, also nur noch ein bisschen. Oh, wir haben Parmesan. Amen. Oh, bitte eben nicht übertreiben. Ich hasse Parmesan, aber er will trotzdem überall immer Parmesan reinmachen. Parmesan. Er hasst Parmesan. Es brennt ihm zu arg am Göschli. Das habe ich nie gesagt. Göschli? Das habe ich jetzt gesagt. Ja, ja. Aber die Leute denken jetzt, dass es stimmt. Die Leute haben gehört, dass ich Göschli gesagt habe. Also, Leute, schaut mal. Und wenn ihr was übrig habt wie das da, immer direkt rein in die Huckerluge. Bisschen verteilen. Und dann passt auf. So ein gleichmäßiges Ding. Ja, gleichmäßiges Ding. Nein. Ist eh viel zu wenig. Ja, so. Ein bisschen. Dann. Hm. Guck mal. Kann man auch wieder wegschmeißen. Hui. Da ist noch vom Pilze trocknen. Und von der Pizza. Backpapier drin. Ja. So. Jetzt machen wir erstmal den Herd an. Ups. Jetzt ist da unten so eine kleine Flamme, jawohl. Und dann stellen wir den auf, das sind hier Fahrenheit. Ja, also in Grad sind es 180 Grad, in Fahrenheit sind es 360 dann. Das Doppelte. Genau, das ist ungefähr das Doppelte, genau. Ja. Falls ihr auch in einem amerikanischen Dings da wohnt. Boah, ist das schwer. Geil. Leute, und jetzt kommt das Ding hier rauf. Yeah. Yuppie! Und jetzt kommt die Klappe. Alter! Der Armin muss mal wieder ein Herd putzen. Ja. Nee, Leute, passt mal auf. Ganz kurz. Wenn ihr wisst, wie man so, also das meiste ist jetzt hier Dreck, klar. Aber dieses hier bekommen wir nicht weg. Wir bekommen es weder mit Glasreiniger noch mit... Wir haben hier thematisiert es doch jetzt nicht. Wir haben doch sonst immer so ein gutes Mittel, mit dem man das immer wegkriegt. Es warum geht erwähnst nie du das sauber, jetzt? Es geht doch, nicht sauber. Doch, aber das meiste geht weg. So, jetzt habe ich keine Lust mehr. Leute, in einer Dreiviertelstunde ist das Essen fertig. So lange hau ich mal den Kameramann. Dann schneid es halt raus und sag es jetzt nochmal. Also ich schneide es jetzt raus und sag das nochmal. Ich hau jetzt den Kameramann und in einer Dreiviertelstunde ist soweit. Aber dann zeigen wir euch das wieder. Nein, du darfst da nicht so... Du hast doch... ich dachte, wir erwähnen es jetzt nochmal, weil das eine rausgeschnitten wird. Wir haben gesagt, wir machen es ohne Schnitt. Danke. Schnitt. Das ist so gelb. Ist schon wieder alles gelb? Ja, ich glaube. Oh, ich bin voll gelb. Der Kameramann zeigt mir gerade... Er dreht immer ab und zu rum. Ich sehe völlig scheiße aus, aber es liegt daran, weil ich so dicht bin. Kinder, also, passt mal auf. Wir hatten es ja gerade, jetzt ist mittlerweile eine Stunde vergangen. Und ich habe mal ein bisschen, guck mal her. A Chico, 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 Chico in my car. Oh, das ist auch das Schöne am Kochen. Wenn du besoffen bist und ein bisschen mehr Würze reinmachst und dazu noch schöne Musik hörst. Oh, wir haben aber einen Fehler gemacht. Komm, das darfst du dem Publikum mal zeigen, Armin. Welches? Da beschlägt's. Oh ja, nicht aufgemacht. Wir hätten dieses Fenster aufmachen müssen. So, nein, den Rest müssen wir nicht zeigen. So, komm mal her. Ganz kurz noch eben zu dem Backblech, gerade eben zu dem Emailkochfeld. Ich weiß nicht, wie arg du noch runtergehst, aber ich kann auch. Also, ihr wisst noch, dieses Emailbackfeld war ja völlig verdreckt. Ich hatte jetzt eine Stunde Zeit. Und schaut mal, nur an alle Hausfrauen. Ja, der Kameramann muss wieder aufstehen. Ah, ich bin so alt. Dieses Zeug hier bekomme ich nicht weg, Mädels. Das ist so eingebrannt ist, das ist Emaille. Und falls ihr einen Tipp habt und kommt jetzt nicht mit Akkupatz oder so ein Scheiß. Ne? Also ich meine, Schraubenzieher hatte ich, wenn ihr, guck mal her. Schraubenzieher habe ich hier gemacht. Das sieht man an den Kratzern. Geh mal näher ran. Jawohl, das darf man nicht machen, weil da kommt immer Kaka dazwischen. Falls ihr einen Tipp habt, bitte ab in die Kommentare. Aber, also jetzt ist eine Stunde rum. Ich habe gerade auf die Uhr versehentlich geguckt, Armin. Aber es ist trotzdem jetzt.
Wie riecht's hier, Armin? Lecker? Sehr lecker, ja. Riecht sehr gut durch. Wie riecht sie im Restaurant? Also, wir schalten den Ofen aus. Ich drehe auch gleich das Gas ab. Nur zur Sicherheit. Ich mache das immer zur Sicherheit. Und jetzt kommt's. Ui. Pass voll zur Stelle. Chico, Chico, Cha. Oh, das kocht noch. Oh, fuck. Oh, Kinder. Ui. Schaut mal. Genau so muss ein Kartoffelgratin ausschauen. Und ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, probieren tun wir das noch nicht, weil es kocht noch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es schmeckt. Ich werde es allerdings noch in einem Kommentar erwähnen. Armin, du auch? Sind wir ehrlich? Wir sind ehrlich. Klar, ja. Vielleicht, ganz kurz noch. Vielleicht hätte man auch noch einen zweiten Brühwürfel reinmachen können. Darüber lässt sich streiten. Wir wollen lieber mehr Sahne. Ich habe Sahne. Und ganz wichtig, mein Ziel, besoffen kochen mit Armin und Andi, heiße ich genau, haben wir definitiv erreicht. Weil ich bin jetzt sowas von dicht und wir hören schöne Musik. Das ist schizophren, ne? Ja. 100% Vinyl. 100% Vinyl. Das Geilste, was es gibt, Kinder. Und jetzt nochmal zum Abschluss hier rein und schau. Adi.